Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Through the Woods. She's lying. I never hit her or Espen. I swear, please. Silence. Sit down now. I find in favor of the plaintiff, Miss Dahl. She shall retain sole custody of her son, Espen Dahl. The defendant shall have no visitation rights, and a permanent restraining order comes into effect immediately. You, sir, are to have no contact with your ex-wife or Espen whatsoever, and must keep a minimum distance of 200 feet from them, their home, Espen's school, and her place of work. Court is adjourned. No, please, goddammit, let go of me, don't! Please, don't take him away from me. Don't take him away from me! Please, I'll stop. Eric can have him. I can't. I don't want to see what comes next. Please don't. Ist Eric gar keine, oder Eric keine echte Sage? Ist das unser Mann? Warum? Can we come in? You should sit down. There's no easy way to say this, so I'll just say it. Your husband was found dead in his apartment this afternoon. Oh God. Oh no. Right now we're working on the assumption of suicide, but we're investigating. You're safe now. You and Espen are finally safe. I'm sorry. I'm so sorry. I wish I could take him back. It's the worst thing I've ever done. And I loved him. I did. I loved my son, too. I would have done anything to keep him close. I just had no idea his father would... that he... I made one terrible mistake and I ruined everything. I'll never forgive myself. Are you happy now, you bitch? Hat sie das jetzt gelogen, dass er gewalttätig war, oder war er das wirklich? Aber da sie sagt, das ist das Schlimmste, was ich je getan habe, da hat sie es doch erlogen, oder nicht? Ich dachte, es kommt noch was von der Geschichte. Deswegen bin ich so langsam gelaufen. The sun is starting to come up. I'm not going to make it. Ach doch, wir schaffen das. Muss ich hier rein? Okay. Was ist das denn? Warum sind hier überall so bunte Kristalle? Was sollen sie denn, die denn symbolisieren? Gewitter? Ist das ein Troll, der zu Stein geworden ist? Wirkt zumindest so. Wow, aufgespießt.
Das Cell. Liegt hier noch irgendwas? Ja. The Sacrifice 1. Erik stieg hinab und erzählte den Menschen, was getan werden musste. Doch sie weigerten sich und schrien ihn an. Sie griffen ihn an. Niemand würde sein Kind aufgeben. Doch inmitten des Tumults stand Eriks Sohn auf und meldete sich freiwillig. Erik versuchte, ihn zurückzuweisen, aber der Junge blieb standhaft. Die Leute drängten nach vorn und trieben sie den Berg hinauf. Erik, die Augen voller Tränen, brachte seinen Sohn zum Abgrund, küsste ihn dreimal auf den Mund und warf ihn in den klaffenden Schlund des Wolfes. Ist auch noch ein Zettel. Und The Sacrifice 2. Das Knurren erstarb und es herrschte endlich Frieden. Der Krieg war vorüber. Erik sank auf die Knie und beklagte das Opfer seines Jungen. Doch den Leuten dämmerte endlich die Wahrheit. Sie würden ihre Kinder hergeben müssen. Alle 5 Jahre eines von ihnen, wenn sie überleben wollten. So endete Eriks Geschichte. Wenn Erik jetzt... War Erik damit eigentlich unsterblich? Mit dieser Aufgabe? Oder hätte er sich rein theoretisch auch einfach das Leben nehmen können? Und dann hätte es ein anderer tun müssen? Ich meine, ohne Kind und vielleicht dann auch ohne Frau. Man würde ja... wahrscheinlich dann lieber kinderlos leben. Anstatt in dem Wissen, dass immer, wenn man ein neues Kind bekommt, was man liebt, es sowieso wieder hergeben muss. Was scrollt denn da so? Mach mal die Taschenlampe aus. Ist das ein riesiger Brustkorb? Das sind schon krasse Szenen, die sie hier gemacht haben. Das sieht halt auch derbe aus. Was ist hier hin? Das leuchtet so. Utheim. Da ganz oben ist auch noch was. Weil ich aber nicht weiß, ob wir dort hochkommen. Die riesigen Säulen, ey. Wahnsinn. Hier sitzt das. Vidar, you started all this. Vor allem sieht er aus, als wäre es halt wirklich ein Mensch, ne? Der mit der Zeit ver... Na, hier vom Gesicht her, ihr wisst schon. Also als wäre er nicht aus Stein gemeißelt oder so, sondern als wäre es wirklich ein Mensch. Der verkommen ist. Das ist ein riesiges Schiff auf dem Berg, Alter. Also ich meine, nicht verdorben, nicht verkommen. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn das halt verfault langsam, das verwest. Verwest ist das. Holy Christ! Oh my God! The wolf is real! Okay. Gigantisches Schiff.
Boah. Wie ist das hier hochgekommen? Sieht das krass aus, Leute. Huch. Kann ich da nicht hochlaufen? Muss ich hier rüber? Oh Gott, lass mich hier nicht runterfallen, ne? Wo muss ich hin? Das hat mich hierher gebracht. Damit ich wohin gehe? Huh! Wieder nach unten am besten. Ja, steh auf, Entschuldigung. Wartet mal, wir probieren es nochmal. Ist ja eigentlich ein recht linearer Weg. Und das easieste wäre ja, da hochzukommen. Aber wir müssen hier lang. Und darüber macht es keinen Sinn. Macht es Sinn, hier lang zu gehen? Nee, ich rutsch runter, das kann es nicht sein. Komme ich hier nach draußen, wenn ich hier runterspringe? Was ist das vielleicht? Ja, komme ich. Was hier unten? So eine Tonne, ein Fass, irgendwie sowas. Das ist das Wolfsmaul, Alter. Ich habe erst nämlich nicht gesehen, was sie meinte mit dem riesigen Wolf. Wie kommen wir da hin? Das mächtig aus. Die Sonne steigt immer höher. Sind alle drei in das Wolfsmaul geflogen? Please.
Please. Come back. Please. Diese ganze Wikinger-Geschichte ist also nicht wirklich passiert, sondern nur in unserem Kopf quasi. Weil wir mit ihm an unserem Haus zum Arbeiten waren an diesem Morgen. Wir haben ihm gesagt, er soll nicht am Pier spielen. Und er hat es trotzdem getan, wir haben geschlafen. Und währenddessen ist er quasi von uns gegangen. Ich hatte gerade irgendwie die Hoffnung, als sie sich zurückgelehnt hat, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, als das zu akzeptieren. Und dass er vielleicht, wenn wir das noch eine Weile weitermachen, plötzlich doch das Wasser ausspuckt und überlebt. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass der Typ dort immer noch im Wasser treibt. Als wäre er real. Aber theoretisch ist er ja gar nicht real. Oder ist das der Vater? Warum sollte der Vater Wikinger-Klamotten anhaben? Das kann ja auch nicht sein, weil er ja Selbstmord begangen hat. Aber Espen wollte ja sich gar nicht selber umbringen, was das angeht. Natürlich ist er trotzdem unglücklich. Aber warum hat er oben in seinem, in der ersten Folge, in seinem Baumhaus geschrieben gehabt, dass Mom, glaube ich, langweilig ist oder irgendwie sowas und dass er sich freut, wenn Dad kommt? Also meiner Meinung nach hätte dieser Wikinger da im Wasser nicht da sein dürfen eigentlich. Und ich befürchte, auch wenn ich hier noch 150 Mal weiter auf Espen retten drücke, dass das nichts bewirkt. Ich hatte die Hoffnung, dass das irgendwie so ein Secret Ending ist. Dass er wieder aufwacht und dass es dann ein gutes Ende ist. Aber ich glaube, dem soll nicht so sein, oder? Ich habe übrigens mal gehört, wenn man jemanden hier mit Herzdruckmassage, heißt das so, wiederbelebt, dann soll man von Stayin' Alive den Beat nehmen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, wir müssen es akzeptieren, Leute. Now all I have to do
is make sure his sacrifice meant something. Sind wir jetzt der neue Eric? Habe ich das so richtig verstanden? Okay, dann meine Wertung zu dem Spiel. Es war ja ein Horror-Adventure. Wenn ich das mit den Horrorspielen vergleiche, die ich gespielt habe, nehmen wir mal die, die wir zuletzt hatten, wie zum Beispiel Visage und Blair Witch. Dann muss ich sagen, war es absolut das schwächste Glied in der ganzen Liste. Es war kein schlechtes Spiel vom Fühlen her, also es hat trotzdem Spaß gemacht, es zu spielen. Aber es fühlte sich sehr, sehr leicht an, es durchzuspielen. Und es hat auch nicht irgendwie beim Horror eine gewisse Bedrohung gegeben. Damit meine ich nicht, dass es keinen Jumpscare oder sowas gab, sondern dass halt wirklich keine Bedrohung für unsere Existenz und unser Leben da war. Und das war zum Beispiel die Hexe, die wir nur andeuchten mussten und dann ist sie weggerannt. Die Wölfe, die relativ easy, wenn man darauf geachtet hat, wo sie sind, also links oder rechts, ne, und sich nicht umkreisen lassen hat, dann war es so easy, die Wölfe zurückzuweisen. Es war easy, diesen, ich sag mal, Zombie-Moorsoldaten aus dem Weg zu gehen. Das hat nicht wirklich ein Problem gebracht. Das Einzige, was ein bisschen nervig war, waren die Trolle. Da musste man echt ein bisschen Stealth-Modus machen, aber es war jetzt auch nicht so schwer, weil ich bin ein sehr, sehr schlechter Stealth-Spieler und ich habe es geschafft. teilweise sogar relativ zügig, obwohl ich ein feiger Stealth-Spieler auch noch bin. Eine Kombination, die eigentlich echt kacke ist. Aber wir haben es ja trotzdem überlebt. Und der Horrorfaktor hat mir irgendwie gefehlt. Ich habe mich nicht wirklich, auch wenn ich manchmal gesungen habe und lalalala und so, es war nicht dieses krasse Bedrohungsgefühl da. Dieses wirkliche Angstgefühl, dieser Ekel oder wie auch immer das ist. Das fand ich wirklich da. Da habe ich ja aber Lisa Simpson, was? Da stand gerade auf der linken Seite mit dabei. Bei, ich glaube, das sind die Bäcker beim Kickstarter hier gerade, die durchlaufen. Ganz schön viele dafür, dass es eigentlich nur so ein recht kurzes und wenig, also ein Spiel war mit wenig drin, um es mal so zu sagen. Ich würde es gar nicht runtermachen, denn es hat halt trotzdem Spaß gemacht, die Sachen zu lösen, die Wege lang zu gehen. Es sah teilweise echt richtig, richtig schön aus. Oh Gott, ich habe gegen das Mikro gehauen, Entschuldigung. Es sah teilweise richtig, richtig schön aus, was das angeht. Manchmal, wie die Texturen, diese flachen Texturen von Fischen und Pflanzen, war natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber grundsätzlich sah es halt echt toll aus und ich mochte auch die Farbgebung und so weiter. Die Gesichter waren ein bisschen tot von ihr und von ihm. Aber ansonsten, ich mag diese Mythologie, dieses Nordische und so sehr, sehr gern. Ich weiß nicht warum, das ist so in meinem Herzen irgendwie drin. Auch wenn ich damit in der letzten Zeit ein bisschen eine härtere Zeit hatte, aber das ist egal. Thanks for playing. Gerne, kein Ding, haben wir gerne gemacht. Ich wollte das Spiel ja schon ziemlich lange durchspielen, hab's aber immer wieder nach hinten irgendwie geschoben. Ich weiß auch gar nicht warum. Es ist immer irgendwas anderes einfach vorher dran gewesen als das. Und ich muss sagen, es hat mir gefallen, wenn ich jetzt Schulnoten von 1 bis 6 geben würde, würde ich sagen, ja, es ist eine 3, ist befriedigend, weil es ist nicht überragend super toll, es ist aber auch nicht schlecht, eine 4 ist viel zu schlecht, eine 2 ist viel zu gut, würde ich sagen. Ja, manche haben sich vielleicht ein bisschen mehr gegruselt als ich, vielleicht habe ich auch einfach zu viel harten Horror gespielt, um das jetzt noch schlimm zu finden oder so, ich weiß nicht genau. Lass uns mal gucken, hier, der Mond ist immer noch kaputt übrigens, ne? Lass uns mal gucken, was wir bei der Sammlung eventuell, Notizen haben wir alle, Geschichten der Dorfbewohner fehlen uns immer noch 3 Stück. Beim Hirten haben wir alles, Eriks Geschichte haben wir vollständig und Eriks Tagebuch haben wir vollständig. Hier fehlen uns immer noch 3 von den Dingern. Geschichten nur noch 1. Nebelkinder immer noch 3. Reflektoren haben wir alles geschafft. Und bei den Kapiteln würde mich jetzt noch interessieren. Hütte und Aspen, wo ist er? Okay, nasse Ankunft, Mückstadt, Fundbüro. Kapitel 2, was? Tusseland? Okay. Erste Begegnung. Oh, das war lang. Trolle, fast da, Eriks Hütte, wieder fort. Kapitel 3. Aha. Hells Tor, Visionen. Und 5. Mutigster Held. Okay, ich glaube, da das so heiß, Boss, das laut auf meinen Ohren, da das so heiß, glaube ich, hat das nicht eine andere Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Falls ihr es schon gespielt habt und ein anderes Ende kennt, dann sagt es mir gern. Schreibt es gerne in die Kommentare.
Falls ihr Bock habt, das Spiel selber zu spielen und die ganzen Errungenschaften zu bekommen, dann schaut mal in die Infobox. Dort habe ich immer die Entwickler genannt, beziehungsweise die Spiele-Website verlinkt. Die erste, die mir zu greifen war. Meistens ist es die richtige Website der Entwickler für das Spiel. Manchmal ist es auch nur Steam, wenn für manche Indie-Titel keine extra Website existiert. Aber keine Sorge, keine Scam-Links oder so eine Scheiße. Sowas mache ich da nicht rein. Auf jeden Fall zu dem Spiel, wie schon gesagt, eine solide 3. Ich fand's gut. Ich fand es befriedigend. Wenn ich es gut gefunden hätte, wäre es eine 2. Und ich bin irgendwie froh, dass wir es gespielt haben. Denn es war nicht schlecht. Es war wirklich nicht schlecht. Und wenn die Entwickler... Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Ich habe es wirklich vergessen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Mal schauen, ob die Entwickler noch weiteres gemacht haben. Weil das Spiel ist ja von 2016. Eventuell haben sie sich ja auch weiterentwickelt. Ich sehe jetzt gerade auch noch mal das fette Wolfsmaul, ist richtig krass. Das waren zum Beispiel beeindruckende Szenerien, die man so gesehen hat, was Landschaften und Berge und so angeht. Manchmal war es natürlich ein bisschen sehr minimalistisch, wenn man den Seehorizont so gesehen hat, mit dieser geraden Linie und sowas alles. Aber wir wollen uns jetzt nicht an Kleinigkeiten aufhalten. Ich fand's okay, das Spiel, was das angeht. Ich habe schon bessere gespielt, ich habe schon schlechtere gespielt. Ich war trotzdem zufrieden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht wird man als Zuschauer ein bisschen anders abgeholt, was das Ganze angeht. Oder vielleicht gefällt es einem als Zuschauer ein bisschen anders, vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Schreibt mir gerne eure Meinung. Immer willkommen. Wie schon gesagt, für Horror fand ich es ein bisschen zu lasch, was das angeht. In diesem Sinne, liebe Leute, habe ich in Zukunft geplant, zu versuchen, die Silent Hill-Reihe auf meinen Channel zu bringen. Ich weiß noch nicht, wann es kommt. Ich habe mir jetzt 3, 4 und Homecoming gesichert. Die anderen muss ich mal schauen, ob ich die mit Emulator oder sowas dann mache. Oder ob ich... Die anderen sind halt Exklusivtitel, beziehungsweise nicht Exklusivtitel, aber konsolenexklusiv. Aber vielleicht werden die auch irgendwann mal remastered. Vielleicht finde ich auch irgendwas. Mal gucken. Ich will nichts versprechen. Die anderen Titel habe ich mir auf jeden Fall schon gesichert. Und die kommen irgendwann. Ich weiß noch nicht wann. Sie werden vielleicht auch nicht in Anführungsstrichen, richtigen Reihenfolge kommen, weil es ist eigentlich egal bei Silent Hill, in welcher Reihenfolge das kommt. Wir schauen es uns an. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Tschüss.